Mindener Tageblatt. Und dank der traditionellen Rivalität, die diese beiden Mannschaften pflegen, dürfte uns eine heiße Partie erwarten. Ja, könnte gut sein, dass der Begriff Freundschaftsspiel heute nicht ganz so passend ist. Und heute erwartet uns die Partie England gegen Schottland. Rose. Declan Rice. Das ist die Aufstellung der englischen Mannschaft. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Das könnte ein spektakuläres Spiel heute werden, Buschi. Wenn es so kommt, dann liegt es vermutlich vor allem auch an den beiden herausragenden Sterling. England macht das Tor. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Das Spiel geht weiter, Führung für die Engländer. Barkley. Jadon Sancho. Rashford. Sieht gefährlich aus. Sterling mit dem Ball. Jordan Henderson. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Super Pass. Gute Aktion. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Rashford. Jadon Sancho. Die Engländer mit Platz auf dem Flügel. Jetzt die Flanke. Abgeblockt. Den Ball hat er gut geklärt. Vielleicht ein guter Schuss. Was machen Sie draus? Ryan Fraser. Gefährlich. Russell. Wunderbarer Konter und auch das Tor war richtig gut. Wolf, was für eine Szene, was für ein Angriff aus dem Lehrbuch. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Goal for the visitors. Number 17, Johnny Russell. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Anderson. Ballverlust. Ross Barkley. Marcus Rashford. Gehalten, ganz stark. Declan Rice. Barkley. Toller Support jetzt der Fans. Sie spüren natürlich, hier liegt ein Tor in der Luft. Sterling. Wird das eine Torchance? Jordan Henderson. Marcus Rashford. Sie liegen vorne und das natürlich absolut verdient. Ja, muss man nur auf den Spielverlauf gucken, das passt. Mit dieser englischen Führung geht es jetzt also weiter. Jadon Sancho. Rashford. Declan Rice. Jadon Sancho. Guter Pass. Rashford. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Ecke Henderson. Da kommt er raus und hält den Ball. Schwache Aktion, Ballverlust. Rashford. Er passt gut auf und hat den Ball. Russell. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Die Engländer jetzt. Auf außen ist Platz. Was macht er draus?
Da ist die Hereingabe. Den Schuss hält der Torwart. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Ecke jetzt durch Fraser. Und die Situation ist wieder bereinigt. Das frühe Stören jetzt. Wieder so ein klasse Pass. Anderson. Da verlieren sie den Ball. Armstrong. Johnny Russell. Der Ballverlust. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Sehr gut vom Abwehrspieler, aber der musste ja auch ran. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Callum McGregor. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Knappe Führung zur Pause. Da. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Robertson. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Jetzt vielleicht. Das spielt er gut mit und kommt rechtzeitig raus. Sehr gut gemacht, gut aufgepasst. Rashford. Das macht er gut. Weg ist der Ball. Jadon Sancho. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie... Da kommt der Pass. Kann er was draus machen? Das muss es sein! Ärgerlich. Es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Der Pass zurück zum Keeper. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Sieht nicht ungefähr. Jetzt vielleicht der Konter. Sie bringen den hohen Ball. Er ist frei. Henderson. Ein klasse Tor. Da hat man wieder mal gesehen, wie schnell die sind. Wie schnell die umschalten können. Das war ein nahezu perfekter Konter. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Viel Platz für Sterling. Rashford. Danny Rose. Rashford. Da hat er klasse gearbeitet. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und England hier mit dem Ball gewinnen. Schönes Zuspiel. Jordan Henderson. Toller Pass. Guter Versuch, aber das kann man verlieren. Na, viele sind bisher ja nicht gelungen, aber das macht er gut. Henderson mit der Ecke. Tor für England. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Jetzt wird's gefährlich. Oliver Burke. Was macht er draus? Sie verlieren den Ball. Guter Einsatz. Ball ist im Aus. Es gibt Einwurf. Henderson. Guter Pass. Er spielt den Steilpass. Ist es das? Fällt das Tor doch noch? Sie machen das heute natürlich hervorragend. Holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend. Offensiv. Eine klasse Leistung. Sieht gefährlich aus. Ja, mit viel Übersicht. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Erfolgreich gegrätscht. Stones. Trent Alexander-Arnold. Jadon Sancho. Gefährlich! Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht.
da kam der Pass vielleicht einen Tick zu spät. Den Ball spielt er raus. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Kann er was draus machen? Klasse Flanke! Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Guter Vorstoß jetzt. Ball kommt. Da passt er auf und hat den Ball. Ballverlust. Ja, könnte was werden. Jetzt ist es gefährlich. Abwehr hat aufgepasst. Wings. Kane. Steilpass, gefährlich. Kane. Sterling. Ball ist unterwegs. Vorlein. Kane. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Ryan Fraser. Da wäre Platz für den Konter. Super dazwischen gegangen. Das gibt Einwurf. Ryan Fraser. Gute Chance für eine Flanke. Klasse Pass. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Könnte in Konter gehen. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Vom Flügel. Schöne Aktion. Sie verlieren den Ball. Das Spiel ist zu Ende. Sie verlieren das Ding gegen den ewigen Rivalen.